Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Samstag, den 1. August 2020 zu deinem Engeltrend, deinem Engelreading für den heutigen Tag. Heute begleitet uns der großartige Erzengel Jeremiel und er sagt, heute ist ein guter Tag, die Vergangenheit zu heilen. Das bedeutet, du kannst zurückgehen in die Vergangenheit, Themen der Vergangenheit auflösen, Themen der Vergangenheit heilen. Das ist ganz, ganz großartig. Vielleicht möchtest du mal eine Rückführung bei Nadja und mir machen, damit wir damit wirklich nochmal stärker arbeiten können. Denn es ist an der Zeit, die Kräfte deiner Vergangenheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit du in der Gegenwart ankommst, damit du im Hier und Jetzt ankommst. Erzengel Zadkiel begleitet dich dabei. Er nimmt dich an der Hand, damit du ganz leicht loslassen kannst, was dich noch belastet. Die Wege sind offen zu dieser Erneuerung, sagt auch der Stern. Ich liebe diese Karte sehr aus dem Engeltarot. Es ist eine Karte des großen Glücks und der Erneuerung, was auch wieder sehr, sehr harmoniert mit der Karte von Erzengel Jeremiel, ne, an dieser Stelle. Nämlich, du darfst optimistische Pläne machen, nur beginne wirklich die Kraft der Erneuerung, die Energie der Erneuerung zu nutzen, ne? So dass du auch lernst, damit umzugehen, heile die Vergangenheit, ganz, ganz wichtig. Und dann sagt Erzengel Gabriel, höre nur auf die Liebe. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, lerne nur auf die Liebe zu hören, dann bist du immer auf der richtigen Seite. Lass nicht zu, dass Angst, Wut, Ärger oder Groll über Dinge, die da geschehen, dich von deiner göttlichen Mission ablenken. Ganz, ganz wichtig. Benutze deine natürlichen Heilungskräfte, sagt Erzengel Raphael. Dies kannst du sowohl für Menschen als auch für Tiere tun. Dafür wollen wir heute beten. Lieber Gott, lieber Erzengel Raphael, danke, dass ihr mich mit meiner Heilungsarbeit klar, ermutigend und hilfreich führt. Amen. Das war das erste Gebet. Jetzt kommt gleich das zweite Gebet. Und du weißt ja, wenn du die Gebete unterstützen möchtest, schreibe dreimal Amen 777 in die Kommentare. Und Erzengel Michael sagt, ehre deine Gefühle und vertraue ihnen. Lass uns auch dafür beten. Ich danke euch, lieber Gott, lieber Erzengel Michael, dass ihr mich unterstützt, führt und beschützt, während ich auf meine Gefühle höre, die ihnen folge. Helft mir, meine Emotionen zu verstehen und ihnen liebevoll Ausdruck zu verleihen. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Weg bewachen. Führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.